Es gibt ja gar keine Krautwickel. Wie, ich dachte, es sollte Piccata Milanese geben. Das ist auch super. Aber hast du mit Krautwickeln gerechnet? Ja, ich dachte, man macht das Rezept meines Vaters. Das ist das Rezept dann. Piccata Milanese. Das macht er auch. Das ist auch toll. Wir kommen ein bisschen echt, wir haben jetzt den ganzen Tag in der Küche gestanden. Entschuldige, und dann so eine lauwarme Reaktion. Ich beginne noch mal. Das ist mein Lieblingsessen. Ja, das haben wir gewusst und deswegen... Ich danke euch. Was möchtest du trinken? Nicht, dass wir da einen Fehler machen. Wir können Champagner trinken, wir können Pernod trinken, wir könnten Saft trinken. Ja. Worauf habt ihr darauf? Komm, was nicht lang. Ja, also. Genau. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich traue mich jetzt gar nichts zu sagen, weil... Was ist denn? Nee, alles gut. Jemand hat neulich zu mir gesagt, ich würde immer dem Gast zuerst was einschenken, auch wenn es sich um einen Mann handelt. Das wäre unhöflich, denn es säße doch als Gastgeberin immerhin noch eine Frau am Tisch. Ja, aber du kennst mich doch schon ewig. Ja, seit wann hast du auf solche Sachen Rücksicht genommen? Das habe ich dir dann auch gesagt. Reingefallen, weil ich habe gerade mein Glas dahingestellt. Aha. Ich wunderte mich schon. So. Tut mir leid. Bis sich Götz eingegossen hat. Also einer hat gekocht, wer räumt jetzt ab? Normalerweise räumt der andere ab. Ja. Also wer hat gekocht? Ich natürlich. Also würdest du abräumen jetzt? Ja, klar. Ja? Das war ein Streitthema, deswegen spreche ich es an, Streitthema bei euch zu Hause. Wenn dein Vater gekocht hat, hat er nie abgeräumt und du hast dich richtig drüber aufgeregt. Warum? Mein Vater hat generell nie abgeräumt, aber er hat auch immer gekocht und er hat dann also gesagt, er muss ja nicht, er hat ja gekocht, er muss ja nicht abräumen. Da habe ich extra halt mal gekocht, um ihn dazu zu kriegen, dass er halt auch mal abwäscht. Aber er hat es nicht gemacht. Das hat sich jetzt aber alles geändert, jetzt wo die beiden alleine leben. Ich finde es interessant, dass dir das wichtig ist, dass er was gemacht hat. Ja, das ist irgendwie ein großes Thema, Gerechtigkeit in der deinem Familie. Leben? Oder in meinem Leben, in der Welt. Darauf, auf die Gerechtigkeit. Prost. Großartig. Es duftet verführerisch, können wir nicht schon mal... Ja, bitte. Oder wollt ihr erst quatschen? Nee. Das ist dir doch dann sowieso egal, oder? Ja, das war immer meine Lieblingsverabredung, wo nicht so lange gequatscht wurde vorher. Das ist doch das Schönste, wenn ich reden muss und du kannst essen. Ich habe auch gelernt, man muss relativ schnell was essen, weil man da nicht mehr dazukommt. Genau. Weil wir allerlei Schabernack vorbereitet haben. Irgendwann ist doch mal an, ja? Mhm. Ist gut. Kannst du auch mit vollem Mund reden? Kann ich. Wir haben schon 100 Jahre nicht mehr die Frage gestellt nach der WG-Erfahrung. Weil du hast richtig miserable Erfahrungen gemacht, ich habe wirklich oder? Beschissene Erfahrungen gemacht, ja. Ich habe in Boston, also ich hatte auch Glück, ja, aber ich hatte auch Pech. Ich hatte in Boston, war ich erstmal in einem Zimmer mit drei Leuten. Lass uns sagen, du hast in Boston studiert, das sollte man Entschuldigung, ja, ich habe in Boston studiert und ich musste da in ein Zimmer mit zwei anderen Leuten und einer war drogenabhängig und ist auch in dem Jahr so ein bisschen in Drogen abgeglitten und der hat nicht einmal seine Klamotten gewaschen, sondern der hat jede Woche, glaube ich, von seiner Mutter so ein Paket mit Klamotten geschenkt bekommen. Und die haben sich dann irgendwann wirklich, und es ist keine Lüge, so hoch gestapelt. Und der andere hat sehr geschnarcht und hat auch immer tatsächlich die Schuhe von uns abbekommen und hat in Limo-Gläsern so Pilzkulturen gezüchtet. Ah. Es war also nicht so schön. Ja. Du hast gelernt, Grenzen zu ziehen. wo werden die gezogen zum Beispiel? Nee. Nie mehr mit drei Leuten in einem Raum, aber mit zweien ginge. Doch, das geht schon. Das geht schon. Also es ging sogar damals. Ich habe mir damals so vorgenommen, ich habe mir immer so eine imaginäre rote Linie gedacht. Immer so für den Platz, den ich hatte. Also entweder das Zimmer und dann, wenn jemand im Zimmer war, war es mein Bett. Mhm. Und wenn ich selbst in meinem Bett keinen Platz habe, dann war es die Haut. Also dass man irgendwie zumindest irgendwo sich zurückziehen kann. Machst du es heute auch noch, wenn dir jemand nicht sympathisch ist, dass du diese imaginäre Linie ziehst? Nee. Das habe ich irgendwie, die Fähigkeit habe ich verloren. Wir waren bei dir zu Hause, das heißt Thorsten Schorn war das, er war bei deinen Eltern, die ein Hotel in München haben und die haben ein paar schöne Geschichten erzählt. Herzlich willkommen bei Familie Fitz zu Hause in München. Das war früher Florians Kinderzimmer und der Weg nach unten führte natürlich nicht über die Treppe, sondern wie sich das für Jungs gehört, übers Geländer. Und einmal landete er dabei nicht in den Armen seiner Eltern, sondern hier. Hier in diesem Fenster. In der Tür. Mit schlimmen Folgen. Wir hatten Hochzeitstag an diesem Tag und hatten einen Tisch in einem Restaurant bestellt und waren sowieso schon ein bisschen im Zeitdruck. Ach, Sie waren gar nicht zu Hause? Wir waren im Hotel, wir haben noch gearbeitet und dann ging das Telefon, Florian am Telefon in großer Aufregung. Er blutet, er blutet, er blutet.
Das ganze Handtuch ist schon voll Blut und er wäre durch die Glastür gefallen. So, dann sind wir stehenden Fußes nach Hause gefahren und natürlich gleich ins Krankenhaus, wo er genäht werden musste. Und ich hörte dann draußen, während er beim Arzt war, hörte ich, wie er sagte, können Sie sich ein bisschen beeilen, Herr Doktor? Meine Eltern haben einen Tisch im Restaurant bestellt. Die Narbe hat er immer noch? Die hat er noch, ja, ja. Die wird dem auch bleiben. Ja, aber der Scheibe sieht man es zum Glück nicht mehr an. Für dieses Schultheaterstück hat Florian das Plakat gestaltet, aber im Grunde hat er alle Funktionen übernommen. Mehrere, ja. Er hat Regie geführt und hat die Hauptrolle gespielt, hat das Bühnenbild selbst gemalt. Ja, und Möbel müssten natürlich auch her. Und da hat er, die hat er aus dem Hotel. Aus dem Apartment haben wir das dann entwendet sozusagen. Und das war bewohnt von einem australischen Botschafter. Ach, die Suite gleich. Die Suite. Nur diese gingen und keine anderen. Und er hat sich dann gewundert, where's the blue couch? Ich habe es ihm dann erklärt, nicht wahr? Und dafür hat er Verständnis gehabt. Kostümbild hat er auch übernommen? Ja, Kostümbild hat er auch übernommen, was wir dann festgestellt haben, erst bei der Aufführung, dass unser halber Kleiderschrank über die Bühne marschiert. Aber er hatte keine Zeit, uns zu fragen. Und Sie haben sich gedacht, Mensch, so eine Jacke habe ich doch auch. Ja. Warum hat er Sie nicht gefragt? Weil er Angst hatte, dass ich Nein sage. Ah, okay. Aber dieses Klavier gehört ihm? Ja. Ja, das ist ein Erbstück. Ja, von wem hat er das gekriegt? Vom Urgroßvater über die Tante Dora. Ah, so nett. Tante Dora war natürlich sehr, sehr von ihm angetan und sie nannte ihn immer mein Mozartl. Und das hatte den Grund, weil er ihr mal vorspielte, wie er das beherrscht, über... Möchten Sie? Kreuz. Ja, ich dachte, Sie halten. Ja, da müssen Sie hinten. über Kopf und mit verschränkten Händen. Mit verschränkten Händen konnte er verschiedene Melodien spielen. Ja. Kann er das heute noch? Wäre ein Versuch wert. Weil wir haben ja ein Klavier im Studio. Ja, versuchen Sie es doch mal, das wäre doch lustig. Ja, versuchen Sie es doch mal. Zusammen mit Götz Alsmann. Ja. Der muss nur aufpassen, dass er sich hier die Frisur nicht bricht. Ja. Der Florian wird mich skalpieren. Ja, das versuchen wir mal. Thorsten Schorn war das. Mit den Eltern unseres heutigen Gastes, Florian David Fisch. Komm, wir probieren das mal aus. Ich bin ja der Meinung, das kann eigentlich jeder. Denn diese extra Karambolage über Kreuz ist ja die einzige Möglichkeit, das überhaupt zu tun. Aber ich kann es wirklich nicht mehr, glaube ich. Ja, komm, wir probieren es aus. Okay. Ich gehe auch selber mit in die Bütt. Also, versuch's als Erster. Du musst, glaube ich, weiter runter, oder? Ja. Ich komm gar nicht mehr. Es war wirklich nur so eine kleine Kindermelodie. Es wird jetzt ein bisschen spektakulärer. Glaube ich nicht. Ich muss auf meine Frisur aufpassen. Vorsicht, warte, ich helfe dir. Okay. Moment. Brauchst du das Zieh? Was brauchst du? Da ist Zieh. Bin ich ja schon. Boah, da tanzen wir die Knochen tanzen Ringel rein. Florian, wenn man dich gerade beobachtet hat bei dem Einspieler, du hast so also eine Idee kritisch geguckt. Was hat dir nicht gefallen? War das irgendwie ein bisschen peinlich? Oder? Es ist immer so, ne, da können meine Eltern gar nicht so viel, die können es gar nicht recht machen. Es ist einfach, wenn Eltern was erzählen, dann ist man immer so. Ja. Dabei bist du Mamakind oder ein großes Mamakind gewesen oder immer noch? Nee, ich war ein großes Mamakind als Kind, so bis ich in die Pubertät kam. Das heißt am Rockzipfel oder was total. Ist Mamakind? Ja? Total. Also wirklich am Rockzipfel. Erst bei meiner Schwester und dann bei meiner Mutter. Ja. Du liebst die Klarheit deiner Eltern. Was ist denn klar bei deinen Eltern? Na, Regeln? Ich finde, die haben also gar nicht das, was sie so erzählen, sondern ich finde, die haben ganz klare Vorstellungen, die haben ein ganz klares Weltbild. Und das gibt mir irgendwie Ruhe. Ich meine, ich habe ein anderes Weltbild, aber trotzdem gibt mir das irgendwie Vertrauen. Nehmen Sie das zur Kenntnis oder kommentieren Sie es auch? Mein Weltbild? Ja. Nee, das nehmen Sie zur Kenntnis. Ihnen ist das ein bisschen fremd. Geradet ihr aneinander oder wird das akzeptiert? Nee, das wird akzeptiert. Mhm. Du hast gelernt,
zu Hause, wo das Geld herkommt? Deine Eltern haben gedacht, wie lernt man sowas? Also es könnte ja auch genau umgekehrt sein, dass man sagt, Mann, die halten die Kohle so zusammen. Jetzt hau ich es mit beiden Händen raus. Nee, die hatten halt immer, also die haben immer schon gemerkt, dass ich eher so in die künstlerische Richtung tendiere. Und da es in der Familie einige gibt, die in die künstlerische Richtung gehen, wussten sie, was ihnen blüht. Und haben sehr früh eben angefangen, mir zu sagen, pass auf, du kannst mit Geld nicht umgehen, sei mal ehrlich. Du musst es lernen. Warum können Künstler nicht mit Geld umgehen generell? Das kann man so nicht sagen. Ja, ich habe ihn dann. Na. Bist du Künstler? Oder hast du Geld? Beides nicht. Nee, ich glaube, sie hatten immer Angst, dass ich in einer anderen Welt bin einfach und dass ich einfach diese Welt lernen muss. Du wohnst noch immer in München, obwohl es für dich viel praktischer wäre, in Berlin zu arbeiten, weil du da viel mehr zu tun hast. Starke Familienbande halten dich. Warum sind die so wichtig? Ich habe das gemerkt, als ich in Boston war. Einfach, dass, da merkt man ja, witzigerweise, wenn man länger weg ist, lernt man ja mehr über die Heimat als über das Land, in dem man sich aufhält. Und ich habe gelernt, dass man so lange weg kann, wie man will. Und man kann auch woanders leben. Aber es ist schön, irgendwie Wurzeln zu haben. Und ich merke es auch sofort, wenn irgendwo, wenn ich Streit mit meiner Familie habe, dann geht es mir echt nicht gut. Also ich brauche diese Wurzeln. Ich bin da echt ein bisschen verwöhnt. Wie viele Ratschläge nimmst du noch an von zu Hause? Es geht nicht um Ratschläge. Also ich nehme überhaupt keine Ratschläge an. Generell nicht? Oder? Nee, von Eltern. Also das ist immer so auf Kontra. Ja. Also da bin ich einfach zu sehr Sohn. Es geht eher um das, wie sie sind oder was sie machen. Also es geht nicht so sehr um das, was sie sagen. Warum haben wir jetzt Lurchi-Mutti in dem Einspieler nicht gesehen? Ich weiß es nicht, ob die nicht da war. Also Lurchi-Mutti ist meine Schwester. Deine Schwester. Lurchi-Mutti. Und im Wald tönt's lange noch Salamander-Leberhaus. Ja, vielen Dank, dass es jemand anders noch kennt. Ja, ja, jeder kennt das. Kennen Sie das, meine Damen und Herren? Natürlich. Es haben nur die über 40-Jährigen geklatscht, oder? Also ich habe früher von meiner Tournee, ich morgens mit meinem Sohn telefoniert und gesagt, Papa, bringst du was mit? Ich sage, oh Gott, was bring ich noch mit? Dann bin ich schnell in ein Schuhgeschäft und habe schnell noch so ein Lurchi-Büchlein oder eine Kassette gekauft. Warum heißt deine Schwester Lurchi-Mutti? Das ist so ein Kinderausdruck, ich weiß es nicht. Also es war aus den Lurchi-Comics und sie musste mich halt tragen. Die war 2 Jahre älter als ich und wenn ich zu faul war, hat die mich getragen. Typisch für die Lurchi-Gedichte, die in diesen Comics beigelegt waren, war natürlich, dass es immer AABB-Reime waren. Also es reimten sich immer 2 Pärchen, Textzeilenpärchen direkt hintereinander. Und wir werden jetzt ein solches Spiel mal machen. Wir haben hier 3 Zeilen. Der Morgen naht im alten Stadtrandkrankenhaus. Fritz Meier, Oberarzt, stehen alle Haare kraus. Die Nacht war kurz, die Schwester lang. Dann kommt jetzt irgendeine Zeile und dann wird diese Zeile komplettieren und einen neuen Reim startet mit einer neuen Zeile, die sich natürlich auf diesen letzten Reim nicht reimen soll. Ich mach's vor. Genau, das ist eigentlich immer der beste Weg. Also der Morgen naht im alten Stadtrandkrankenhaus. Fritz Meier, Oberarzt, stehen alle Haare kraus. Die Nacht war kurz, die Schwester lang. Und so nahm alles seinen Gang. Es kam so, wie es kommen musste. Da lag die Schwester, die bestusste. Der Arzt, der dachte sich, oh Gott. Was haben Sie auf den Gott? Gott. Nix wie Fott. Hot zum Beispiel. Hot. Flott. Hot. Genau, ich gehe dir unter den Rock ganz flott. Ah. Super, jetzt noch einen. Die Schwester war nicht sehr verzagt. Und hat sofort mit dem Arzt gewagt. Halt, ich muss noch was. Der arme Kerl war fix und fertig. Oh, fertig ist schwer. Fertig. Doch dachte er sich, naja, das klärt sich. Denn ihm war allzu gut bekannt, dass er mit ihr sein Glück wohl fand. Oh, super. Schön. Die Schwester wusste nun, was geht. Aber ob es jemals wieder steht,
war ihr dann doch nicht so ganz klar. Vor allen Dingen wusste sie nicht, was das von hinten war. Oh, jetzt aber. Yes. Doch da rief der Doktor freudestrahlend und mit seinen Fingerfarben malend: Komm du Holde, sei ganz mein. Ich will das mal bildlich vor. Ihr wisst alle, was ich auf mein reimen könnte. Sei ganz mein, sei ganz mein und komm doch morgen Abend wieder rein. Und im Wald tönt's lange noch, Christine Westermann, lebe hoch. Wunderbar. Großartig. Willst du ein bisschen Kanon rein jetzt? Ich habe mir ja vorgenommen. Aber erstaunlich, das ist in der Abzeile 3 sofort nur noch Sauereien. Wie ja. machst du das, Christine? Wie, ich? Ja, du hast ja angefangen nee. Damit. Ja, natürlich. Was war der erste Reim? Die Nacht war kurz, die Schwester lang. Lang? Und so nahm alles seinen Gang. Ja, 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 da war schon, ja war er schon geht nach Hause zu seiner Frau und sie geht ins Nachhause. Die Schwester ist lang und er geht zu seiner Frau? Die ja. Frau zu Hause war nur kurz. So kurz, als wie ein feuchter Furz. Da blieb er bei der langen Schwester und sie sagt, Dankeschön, mein Bester. Ja, ja. Ja, so geht's auch. Ich habe ja? mir ja vorgenommen, dass, wenn ich jemals bei Zimmer frei sein sollte, dass ich mich heillos okay. besaufe. Ja. Und ich glaube, wir haben da so Jello-Shots. Das hatte man früher, haben wir das in Boston gemacht. Da kann man aus Götterspeise, kann man mit, die kann man mit Wodka machen. Und wenn wir jetzt noch mal ein Spiel spielen, ja. dann machen wir noch ein Trinkspiel draus. Dann oder? Machen wir ein wunderbar. Ich sehe es jetzt, ich wusste, dass es hier drin ist, aber ich sehe es zum ersten Mal. Ich muss sagen, es sieht total vertrauenerweckend aus. Das muss man wirklich sagen. Boah, wie schön. Ui. Jello-Shots. Wir müssen jetzt allerdings auch mal probieren, ob es schmeckt. Ja. Na komm, soll wohl. Da ist Alkohol drin, ne? Da, ja, ich also, der ist mit Wodka ein Shot gemacht. Ist ja so ein harten, so ein Schluck von so harten. Ja, da ist, genau. da ist schon Wodka drin, ja. Das wird eine lustige Sendung. Da ist das ist ein bisschen wie... Das kann schon Bock hat. Oh, wollen wir ein bisschen das Speed essen? Oh, komm, weg damit. Das ist total oh. lecker. Oh. Heiliges Bächle. Aber das ist gut. Schön. Weil das wird genau wie die Küstennebelsendung mit dem Deli. oder wie die Wodka-Lemmen-Sendung mit Jan Fedder. Boah. Weißt du, warum ich das habe so Jahre mache? Gebraucht, mich davon zu erholen. Weil ich eigentlich keinen Alkohol gerne trinke. Ja. Und da versteckt sich das so im Pudding. Super, was habt ihr denn danach du gemacht? Du isst lieber mit Messer und Gabel, oder? Was macht man, wenn man so 3 Shots hat? Na, also was man halt macht, die, wenn man so 3 Stamperl trinkt. Ja, die übliche. Ja, also die übliche. Links, da muss man mehr, es geht ja. bergab. Es geht bergab. Möchtest du noch, soll ich ein bisschen was ins Glas tun? Du kommst hier gar nicht ran. So das Zeug ins Glas tun? Dann bist du wahnsinnig, da muss ja Champagner rein. Nee, aber schau mal, wir können hier was reintun. Hast ja. Was hast du in Boston? Das war schwierig. Kann ich es mit der Hand nehmen? Ist doch meine bitte, Hand. Bitte, natürlich. So. Jetzt sieht es schon nur noch halb so gut aus irgendwie. Es sieht aus wie etwas, was so in so deutschen Science-Fiction-Filmen, die 23.15 Uhr auf Dreisat gezeigt werden, wenn dann einer sagt, Herr Doktor, ich glaube, wir sind einer interessanten Sache auf die Spur. Boah, das ist total... Das kommen Science-Fiction-Filme auf Dreisat? Ja, die den Hörspielpreis der Kriegsblinden gewonnen haben. Die Kinder. Was hast du in Boston gemacht? Also, oh. Das ist so stark. Aber es hat eine interessante Note. So in der Herznote, würde ich sagen. Entschuldigung. Komm, ich kürze es ab. Du bist nach Boston gegangen, um zu studieren. Hat's was gebracht? Ist was hängen geblieben fürs Leben? Ja, fürs Leben ist definitiv was hängen geblieben. Das ist lecker. Ich hab doch. Du musst auch mal ein bisschen locker werden. Du musst saugen, dann geht's rein. Das kannst du so schön aufsaugen. Und da ging er hin ganz flott, der Riesenhaufen Jello-Shot. Wir müssen jetzt eigentlich die ganze Sendung in Reimen machen. Ja, das ist ja ein schönes Konzept. Meinst du, das halten wir durch? Ja, das ist voll gut. In Boston damals.
du allein. Ich im Boston. Ja. Ja, war eine gute Zeit. Hey, das reimt sich doch überhaupt nicht. Entschuldigung. Ach so, in Boston damals du allein? Ja, so schwer kann es manchmal sein. Ist denn für die Zeit danach? Da liegen meine Pläne brach. Ah! Okay. Lass mich auch eine Frage wagen. Tust beim Essen du verzagen? Schmeckt dir unsere Küche nicht? Du Münchner... Blablabla-Gesicht. Nein, ich wollte sagen, du hübscher Münchner Schauspielwicht. Oh, nicht schlecht. Wie charmant. Nein, das Essen ist gar... Das Essen ist sehr lecker. Gehen wir dich auf den Geist. Ich krieg's mit dem. Soll ich weitermachen? Boston. Boston. Gute Zeit. Nee, gute Zeit haben wir abgehandelt. Okay. Ist es denn in Boston wirklich so wie tief im Osten? Boston gar? Boston in Amerika schon immer tief im Osten war. Das ist richtig. Ja. Mein Gott. Sag mal, das, nimm noch ein bisschen. Wirklich, ich komme mir vor wie in so einer Faustaufführung. Weißt du? Nur noch Reime und jeder ein Knüller. Jeder zitierfähig. Ja? Du hattest eine Lehrerin, die ging dir nicht mehr aus dem Sinn. Sie war sehr wichtig für dein Leben. Sie hat mir auch sehr viel gegeben. Ah. Was war es, was sie dir da gab? Ich hoffe, es hört irgendwann auf. Ich hoffe, es hört niemals auf. Sie brachte meine Schauspielkunst auf Trab. Das war etwas unelegant. Nein, das war sehr, sehr gut. Mach mal weiter. Mach mal weiter, sagt Christine. Und haut sich ein paar Jellos rein. Gelatine, nimmt ein bisschen Gelatine. Sehr, 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 sehr gut. Lass uns einfach mal was tun und lass die Gelatine ruhen. Wir gehen jetzt zum Pianoforte und singen ein paar schöne Worte auf Englisch. Ein Lied von Harold Arlen. Da tun die GEMA, wir bezahlen. Es handelt sich um das Lieblingslied der deutschen Metzgereifachverkäuferin. Have you met Miss Jones? Haben Sie met Frau Jones? Und, ist das meins oder deins? Das ist deins. So. Gott, mit den Reimen, das ist ja wirklich, das grenzt ja an Arbeit. Und deswegen bin ich heute Abend nicht ins Studio gekommen. Das ist ja nett gekommen, von euch. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath, and all at once was scared to death. And all at once, I own the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die. Miss Jones and I. Meine Damen und Herren, Götz Eichmann! I lost my breath, and all at once was scared to death. And all at once I own the earth and sky. And now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting till we die. Miss Jones and I. Miss Jones and I. Miss Jones. And I. Großartig! Florian! Guckt euch das mal an, alles voller Jello. Ja, oben auch. Bitte, Paul. Dankeschön.
Florian, ich bin total zugegelt. Ich muss mal eben sauber machen. Entschuldige, ja, ich habe auch schon dermaßen einen sitzen. Meinst du echt? Das kommt da. Das geht so schnell. Das ist Wodka. Ja, aber da ist doch nicht in jedem Löffel. Ja? Ist das jetzt wörtlich, das Bilderrätsel? So gut oder weiter hinten, Jungs? Was sagt ihr? Alles klar, steht gut. Steht gut. Denn jetzt kommt unser, und selten war das Wort angebrachter als jetzt, unser Zimmer frei. Das ist ein lebendes Bild, das ist ein Begriff, an den es zu erraten geht. Unser Publikum, das weißt du vielleicht nicht, hat die Chance, immer mitzuraten. Das geht ganz einfach. Du musst einfach nur immer gucken, was steht am Grundrand des Bildes. Denn da haben wir das Rätselslösung eingeblendet. Und das passiert in dem Moment, wo der Gongschlag ertönt. Beim zweiten Gongschlag kann man die Augen wieder aufmachen, weil wir dann nicht am Grundrand des Bildes die Einblendung wieder ausgeblendet haben. Wenn man kann natürlich die ganze Zeit die Augen aufhalten, dann weiß man alles. Kann aber leider, ich spreche so langsam, sage ich das Zeug zu mir, Mann. Leider nicht mitraten. Hier ist das Zimmer frei, Bilderrätsel. Nun kommen wir zu einem Kunstwerk, das gar keiner weiteren Worte mehr bedarf. Ach, hier, die Erschaffung Adams. Michelangelo, den mögen wir sehr gerne. Ja, 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 und das ist wohl das berühmte Kunstwerk Michelangelos. Ja, das Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle des Vatikans. Ja. Ja. Das ist aber jetzt nicht das Gesamtkunstwerk, oder? Nein. Es handelt sich hier um einen sehr bekannten Ausschnitt. Ja, der aber bis heute maschinell vervielfältigt wird. Ja. Ja, ja, maschinelle Vervielfältigung. Das ist nämlich das Problem, Schatz. Wenn ich das richtig sehe, verbessern Sie mich. Aber durch diese Reproduktion ist es doch zu einer partiellen Deformation an dieser Hand gekommen, oder nicht? Ja, diese leidige Deformation, ja. Ja, aber sieht man hier ja an der rechten Hand. Ist ja weniger auch mehr. Ach, Schatz, da fehlt was. Das ist doch nicht schön. Na ja, die rechte Hand, das ist nicht ganz in Ordnung. Ja. Guck da, das fehlt. Hast Ach, du das Schatz, gesehen? Du bist so... Ja, das fehlt doch. Wie, was mit ihm los? Ja. Keiner, das hast du so toll erklärt vorher. Das ist besser als was anderes. Ein Tja, was sehen wir da? Der Finger fehlt. Ja, richtig? Sehr gut. Und um was handelt es sich bei diesem Bild? Um einen? Ein Michelangelo. Ja, irgendwie schon. Ein Gemälde. Na ja, fast. Ein Erschaffungsakt. Ja, irgendwie auch. Aber es ist kein Gemälde. Eigentlich, es war mal ein Gemälde. Was wir da Fresco. Sehen, ist ein? Fresko. Bild? Im Original schon, aber was ist dieser Gegenstand da? Eine Reproduktion. Ja, oder auch Volkstum? Kopie. Ja, aber ist es eine einmalige Kopie oder ist sie mehrfach hergestellt worden? Vermutlich ist sie doch mehrfach hergestellt worden. Ja. Es ist also ein Erzeugnis. Was für ein Erzeugnis ist es? So wie eine Zeitung. Ein Massen. Erzeugnis. Nein, es kommt nicht aus diesem berühmten Stadtteil in Unna. Es ist wirklich wichtig festzustellen, welcher Berufsstand fertigt sowas an? Sind es Maurer? Oder nein, Schreiner? Ein Kopist. Das ist, nein! Ein Kopist malt ein Gemälde, aber das ist ja kein, ist ja nicht gemalt. Diese Reproduktion wurde auf einem anderen Wege hergestellt. Sie wurde Was ist denn eine Zeitung? Ein? Gedruckt. Ja. Sehr gut. Also ist es ein? Druck. Ja. Sehr, sehr gut. Aber was ist es für ein Druck? Ein fingerloser Druck. Ja, fast richtig. Aber sag es populärer. Sag es so, wie es Leute sagen würden, die Super-RTL gucken. Ein druckloser Finger. Hey, guck mal, das ist ja ein Druck. Da ist der Finger noch dran? Nein, ab. Ja. Abdruck! Nein! Fast. Ja, ja, fast! Finger, fast. Abdruck! Ja! Schnell und so ganz ohne Hilfe, ich werde bekloppt. Sowas verdient natürlich einen Preis und du bekommst ihn, der Preis, das Beste, was wir zu vergeben haben, weil wir ja die Initiative der EU unterstützen, macht Europa dunkler. Hier sind drei Energiesparlampen. Herzlichen Glückwunsch. Freust du dich? Ja. Es sind gleich drei Lichter, die mir aufgehen. Hör mal, lass uns das mit dem Fingerabdruck schnell klären, bevor wir ins Zimmer Ach, deswegen? Jetzt schon das erst. Ja, wir machen noch nicht... Ja. Irgendwas? Ja, nee. Und was hat's mit dem Finger auf? Das finde ich toll, was du da gemacht hast. Ich war in New York später auf der. Ich habe versucht, mich an einen Mann zu bringen und habe da also gearbeitet und habe gejobbt als Caterer. Und das war bei Christie's und die haben da Gemälde gehabt und die vertickern ja diese Gemälde. Mhm.
Und da habe ich halt irgendwie, also halt Häppchen und Sekt den reichen New Yorkern serviert. Ja. Und einmal, als dann abends keiner mehr da war, also da waren wirklich Modigliani und Chagall, alles war ein da. Ein ganzer Haufen. Ne? Ein ganzer Haufen. Und einmal war diese Impressionistenausstellung und da war so ein kleiner Van Gogh, so ein Selbstgemälde ohne Ohr. Und Van Gogh, wisst ihr ja, der ist wirklich so pastös aufgetragen, also ganz dick gemalt. Kennen wir alle. Und ich wollte den, ich habe immer gedacht, das muss ich doch toll anfassen. Und ich wusste, dass da keine Alarmanlage ist und es nicht hinter Glas hängt und es halt dann alles raus. Ach, das ist interessant, bei Christie's gibt es keine Alarmanlage. Ich nehme an, das ist mittlerweile geändert. Ach so. Und dann hast du. Dann habe ich den halt angefasst. Und dann hat mein Vater am nächsten Tag eben angerufen, weißt du, dass das Ding für 70 Millionen weggegangen ist. Was war das für ein Gefühl, wenn man das. Das muss doch ein besonderes Gefühl sein, oder? Ich fand es toll. Also, es fühlt sich halt an wie Gummi. Ne? Also, es ist halt, ja. Also es, aber das war ein Original. Das war das Original. Das Original, es wurde nämlich von Van Gogh aus Gummi gemalt. Das wissen wir nicht. Denn die sagen ja, dass die Farbe unten drunter, der ist so dick gemalt, dass die. Und Ölfarbe trocknet der sehr langsam. Die sagen ja, dass die Farbe unten drunter noch nicht trocken ist bei Van Gogh. Genau, und deswegen hatte ich auch die Ohren am Kischen hinten, weil er darunter auch nicht trocken wurde wahrscheinlich. Das war das Original und wir gucken uns jetzt die Fälschung an oder ein bisschen Fälschung. Denn du bist eigentlich auch ein begnadeter Maler. Du kannst nämlich wunderbar aus dem Original eine Fälschung machen. Und wir haben dir deshalb eine Fälscherwerkstatt eingerichtet. Ein bisschen. Boah. Wenn du dich darüber, also du kannst auch erstmal gerne gucken. Vor allem Klimt, ne? Klimt, genau. Klimt kannst du besonders gut, ne? Habt ihr gesehen in dem Beitrag, da war ein. Entschuldigung. Ja, hör mal, wenn du dich da hinsetzt, wir haben sogar deinen gefälschten Klimt hier. Ach, stimmt. Tatsache. Gustav Klimt, Jugendstil. Ist nur ein Ausschnitt, ne? Also kann man nicht verwechseln. Wie kriegst du sowas hin? Also warum machst du das? Ich habe, bevor ich von der Schule abgegangen bin, also zu Hause, also vom Abitur, ja. Da habe ich wahnsinnig gerne gemalt und wusste auch nicht, ob ich nicht vielleicht Maler werden möchte. Ja. Also ich war wahnsinnig unentschlossen. Und habe dann viel Gemälde kopiert und habe angefangen mit Magritte, was ja eine Stufe einfacher ist als Klimt. Klimt ist ja dann schon so sehr, sehr impressionistisch, dann ist schon sehr flimmernd und schwieriger. Habe aber dann nicht mehr weitergemacht, weil ich wahnsinnig viel anderes zu tun hatte halt. Und ich könnte es auch echt nicht mehr. Wo hängen die Bilder, die du gemalt bzw. gefälscht hast? Also das hängt bei meinen Eltern über dem Klavier. Und das andere habe ich an die Wand gemalt. Hat sich schon mal jemand gewundert, dass deine Eltern Gustav Klimt da hängen? Nee, ich glaube, das hält keiner für den echt. Ist dir da eigentlich klar, was du für eine tolle Begabung hast? Weil du erzählst, dass du kannst Originale fälschen. Nee, also du würdest schon, wenn du, also würdest du schon den Unterschied sehen. Ja? Ja. Ist ja nochmal was anderes, es zu fälschen. Also mir ging es eigentlich eher um den Spirit. Man könnte ja auch denken, da ist so ein bisschen kriminell. Man könnte damit Geld verdienen, oder? So ein bisschen. Kriminelles Potenzial? Ich habe definitiv kriminelles Potenzial, aber nicht beim Malen. Wo denn? Wo denn? Ach, da sind jetzt meine Eltern echt traurig, wenn ich das erzähle. Nee, ja. Ich habe früher geklaut wie ein Rabe. Ja. Aber du hast dich nie erwischen lassen. Doch. Doch, ah ja. Mein Vater muss mich mal von der Polizei abholen. Und ich habe halt Spielzeuge geklaut. Und mein Vater hat mich dann natürlich wahnsinnig lange auf der Polizei sitzen lassen und schwitzen lassen. Ja. Hat gedacht, das zeige ich ihm. Und dann habe ich es auch eine Weile gelassen. Und in Boston hatte ich einfach kein. Hast du kein Geld, nur hast du einfach eine Flasche. Ich habe dann angefangen, Sachen, die Preisschilder auszutauschen. Ich hatte einfach kein Geld und ich wollte aber doch Parmesan haben und nicht den billigen Käse und habe dann einfach den billigen Käse das Preisschild dahin getan. Und ich habe auch gedacht, komm, die zahlen den, also bei anderen so Artefakten, die zahlen jetzt den Kindern in Indien, zahlen sie nichts dafür und ich soll jetzt ganz viel dafür zahlen. Ich finde, eigentlich, find, wenn sie es keinem weiter sagen, ich finde es völlig in Ordnung. Ja? Ja. Danke. Bitte gerne. Du hast überhaupt, du hast es ja eben unten erzählt, bei Christie's hast du Catering gemacht. Und da hast du dich über die Leute, über die Kundschaft geärgert. Und dann, da bin ich überhaupt auf kriminelles Potenzial gekommen, weil du hast wirklich was gemacht, um die Leute richtig zu ärgern. Du hast, erzählen Sie bitte die Geschichte. Nein, mir wurde das beigebracht. Also ich war echt wahnsinnig naiv und ich bin da rumgelaufen und habe dann irgendwie von Männern wie Frauen Karten irgendwie zugesteckt bekommen. Weil du so gut aussiehst. Nein, are you a model? Was ich überhaupt nicht war, natürlich. Mhm. Und come over, I want to take pictures, bla bla bla. Und ich bin dann zurückgelaufen und habe gesagt, boah, die finden mich total toll. Ich kann da irgendwie Fotos machen. Die sagen, sag mal, bist du bescheuert, Alter? Wenn du da hingehst, weißt du schon, was da los ist.
Und dann haben sie gesagt, was man eben dann macht, wenn man sich also was da los ärgert. Ist, die wollen nur mit einem, die wollen nur spielen, oder? Ja. Ich nehme mal an, ja, die wollen dann naive deutsche Jungs, Jungs, die dann denken, sie wären Stars. Und dann hast du dich gerecht auf eine sehr perfide, aber schöne Art, wie ich finde. Naja, das ist ja die allerbekannteste Art von Caterern, sich zu rächen. Ich würde echt? Nie einen Kellner blöd anmachen. Du würdest auch nie mein Häppchen essen, nach dem, was du gemacht hast. Nein. Dann möchten wir das jetzt in aller Form hören. Nein, nein, das darf man nicht sagen. Man dann macht sag natürlich ich, was mit dem Trinken. Also man spuckt drauf. Ja. Man spuckt in den Champagner und man spuckt auf die Häppchen. Also man sollte wirklich Leute, die einen bedienen, auf solchen Veranstaltungen nicht ärgern. Ich weiß ja, also es gibt ja auch, man behauptet ja auch bei so gewissen Hamburger-Firmen, dass da so Popel unter den Hamburger kommt oder so. Ne? Aber das kann man nicht sehen, weil die Gurken sind auch klein geschnitten. Das sieht also ganz ne? gleich aus. Fällt nicht so weiter. Das finde ich, aber das gibt einem doch eine unglaubliche Genugtuung, oder nicht? Ja, das gab mir dann eine gewisse Stabilität für weitere Abenteuer. Kommt da Charme, ein bisschen Charme auf? Nein. Ja, genau. Nein, also überhaupt nicht. Der wichtigste Moment in deinem, oder einer von vielen wichtigen Momenten, wir haben diese Frage in unserem Fragebogen, ich finde das ganz schön, dass es nicht einen gibt bei dir, sondern wichtige Momente sind unter anderem die, wo dir im Wortsinne, so im Wortlaut, so hast du es geschrieben, Leute aufs Maul hauen. Mhm. Ich kann mir bei dir überhaupt nicht vorstellen, dass du ein großes Maul haben doch, könntest. Doch, total. Ich krieg den Mund nicht zu. Also, redest du viel oder redest du auch, schießt du auch übers Ziel hinaus? Ich schieße sehr scharf. Echt? Mhm. Wie viel von diesen Jello-Dingern brauchst du, damit, damit nee, hier scharf ich kann schon höflich sein irgendwie, wenn mir Situationen fremd sind, aber wenn ich Leute mag und kenne, dann verliere ich den Respekt. Wie viel haben wir noch? Eine halbe Stunde? Lass uns nach unten gehen. Okay. Jetzt ich wollte sagen, es ist total schön. Ich habe mir das gar nicht richtig anschauen können. Es ist ja, total gerne. Schön. Danke. Können wir nicht da oben bleiben? Ihr beiden wolltet oben sitzen, derweilen tat ich unten schwitzen. Ich war gerade draußen und habe eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Vielleicht können wir das mal eben auf dem Bildschirm hier sehen. Wir haben draußen drei Tretfahrzeuge, also ich sage motorlose, tretgetriebene Go-Karts. Cat-Car. Nein, eben nicht. Entschuldigung. Du warst mal, du warst mal mit dieser Fitz, unserer alten Freundin, der Tante von dir ist oder der Cousine? Oh, nicht Cousine? Tante, sondern Cousine. Entschuldigung. warst du in Amerika unterwegs im Wohnmobil. Und wir dachten uns, wir wollen uns dadurch inspirieren lassen zu einem kleinen Spiel. Jeder bekommt so ein Fahrzeug zugewiesen und soll diese locker rumliegenden Gebrauchsgegenstände des Alltags aufsammeln und in einen Anhänger verfrachten, der hinten drauf ist. Okay. Danach fahren wir hier rein, das ist also Teil des Wettbewerbs, und lassen das Publikum entscheiden, wer den schönsten Haufen zusammengekraut den hat. Den schönsten? Moment, ja. Moment, ja? Füße oben Füße lassen. Füße müssen oben bleiben, die Füße dürfen den Boden nicht und berühren. Und du kannst beim anderen klauen. Das ist, glaube ich, man darf, ich wollte das verschweigen, man darf gegeneinander man darf klauen. Rein. Und wir machen das Ganze im Le Mans-Start. Also bitte hier aufstellen. Auf wo, ihr wisst, wo es lang geht. Ich weiß auch nicht, wo es lang geht. Ja, vorne, geradeaus, eine geradeaus-Rechts-Kombination. Ja. Einfach hinter mir herlaufen. Ja, hinter dir. Vielen Dank. Und los geht's! Also, liebe Leute,
Scheiße, mein Bier. Ich muss ehrlich sagen, ich gewinne ja gerne, aber der das geschafft hat, das mitzubringen, der verdient meinen uneingeschränkten Respekt. Ordentlich trinken, ordentlich kühlen, danach ordentlich baden gehen. Fantastisch, ich würde sagen, Florian hat gewonnen, oder? Ganz klar. Natürlich gibt es auch noch eine künstlerische Note. Da finde ich das als Ready-Made, wie wir Pop-Art-Künstler sagen, natürlich eigentlich auch sehr schön. Aber sportlich gesehen war Christine die Erste. Applaus, Christine! Ja. Florian hat mir den Bierkasten geklaut und ich habe es noch nicht rückgemacht. Ja? Hattest du den ursprünglich gebunkert? Ja. Ja? Was ist denn mit meinem Grillapparat geworden, den ich mir hinten draufgelegt habe? Der war auch da, aber ihr müsst jetzt ein bisschen was essen dafür. Boah, das Zeug ist super. Ja. Auf geht's. Ja. Ich finde auch, das Gespräch heute war total kurzweilig. Du solltest das immer nehmen. Wenn man einen guten Freund hat, wie geht das? Was machst du denn, Jörni? Was los? Ja, sag doch was. Man kriegt das auch gar nicht auf den Löffel irgendwie. Komm her, Jörni, komm her, dass die Leute wissen, mit wem ich rede. Das ist Jörni Schumacher, meine Damen und Herren. Unser Regieassistent, wie er glaubt. Ich finde, das sollte zu einem festen Bestandteil der Sendung werden. Ja. Ich möchte heute Nacht drin baden. Das kannst du auch machen. Es gibt noch eine Wanne, die noch nicht fest ist. Ja. Super. Richtig. Toll. Weit vorn. Einfach klasse. Hallo, Vivaldi. Hallo, Entschuldigung, hallo, guten Abend. Ihr seht, dass ihr gerade den Schleim fresst, da dachte ich. Da komme ich mal dazu, das sieht ja schlimmer aus als mein Hundefutter. Ist aber lecker. Ah. Boah, es macht schön warm. Seh nicht ruhig aus. Hallo, guten Abend, Herr Fitz. Ja, hallo. Hallo, guten Abend. Tag. Ja, freut mich sehr. Ja, ich bin ein bisschen gestresst. Es tut mir leid, ich bin heute nicht so gut drauf. Es ist so, ich mache gerade ein Casting sozusagen. Okay. Ja, es ist so, ich suche eine Vertretung wie hier. Weil es ist ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, wissen Sie? Es ist. Ja, ich meine, ich bin jetzt 6 Jahre alt, in Hundejahre umgerechnet ist das 80. Ja, das ist fast was? 160 D-Mark. Also, das ist ein Haufen Zeug. 6 mal 7 sind 42. Ja, oder? Und dann noch mal 2 und dann noch, wenn du dann noch mal die Wurzel ziehst, ich bin ja gelernter Straßenköter. Da rechnet man immer das dreifache 2 mal 2 plus das 7. Und 2 im Sinn. Hast ja. du von dem Zeug gegessen oder wie? Kleiner Schluck? Später vielleicht, ich versuche gerade trocken zu werden. Das ist mir auch irgendwie zu bunt. Jedenfalls suche ich jetzt eine Vertretung. Sie glauben ja nicht, Herr Fitz, was das für ein Stress ist. Ich muss ja hier andauernd hinter der Couch sitzen und schlaues Zeug reden. Ne? Und ich mache das ja nicht nur am Sonntag. Ich mache das ja auch unter der Woche, in den ganzen Wiederholungen, in den anderen dritten Programmen und so. Und ich frage mich ja, wer soll's machen? Frank Elstner ist zu alt, Johannes Heester ist zu beschäftigt und Dirk Bach passt nicht hinter das Sofa. Also, jetzt habe ich aber jemanden heute hier, der es gerne mal versuchen möchte, hier ein kleines Interview mit Ihnen zu führen. Er möchte es versuchen. Es ist nämlich ein Versuchskaninchen. Sag mal, was haben Sie denn mit dir gemacht? Was haben Sie denn mit dir gemacht? Kosmetikindustrie, Versuchskaninchen offensichtlich. Ja, ja. Ja, ja. Er hatte eine Hasenscharte. Ja, los, Nick, los. Jetzt die erste Frage stellen. Weiß ich doch! Frage stellen, ist doch klar, ich bin Profi! Ja, also jetzt geht's los. Jetzt stell mal unserem Gast die erste Frage. Ja, mach ich. Also, lieber Gast, pass auf! Haben Sie. Entschuldigung, der Gast ist hier auf dieser Seite. Weiß ich selber, ich bin Profi! So, also. Gehen Sie mal weg da! So, also, so. Wer ist der Kasper überhaupt? Florian David Fitz. Ja, was denn jetzt? Florian oder David? Florian. Hä? Florian! Schreien Sie mich bitte nicht an. Ich hatte einen anstrengenden Tag. So.
Was mache ich denn jetzt? Jetzt musst du ihm eine Frage stellen. Ja, weiß ich. So. Florian David Zitz. Haben Sie... Ich stelle jetzt eine Frage. Ja. Haben Sie mal eine Zigarette? Das ist doch nicht so eine Frage. Ja, was? Wonach soll ich denn sonst fragen? Nach Koks? Sieht aus wie ein Schneehase? Ja. Moment, ich erkläre Ihnen das nochmal. Passen Sie mal auf. In einer Talkshow, da müssen Sie eine Frage zum Beruf oder sowas stellen. Ja, das weiß ich selber. Was für einen Beruf hat er denn? Schauspieler. Ach, scheiße. Muss ich ja doch nach Koks fragen. Ja. So. Ja. So, und? Ja. Wir könnten ja auch erst eine Antwort geben und ich suche mir die Frage danach aus. Fragen Sie ihn doch mal was zu seiner Fernsehserie. Ja, gute Idee. Was macht denn der für eine Fernsehserie? Dr. Diary. Dr. Diary. Was ist denn für ein Scheißname? Wortwörtlich. Also, Sie sollten vielleicht doch noch mal ein bisschen an Ihrer Fragetechnik arbeiten. Wenn Sie mal, wissen Sie, an wen Sie mich erinnern? Nee? An meinen Onkel Waldemar. Ja, wieso? Das war auch ein Depp! So, also. Stellen Sie doch mal so eine lustige Entweder-Oder-Frage. Ja, mach ich. Herr Fitz! Entweder-Oder! Oder. Was soll denn der Käse? Entweder-Oder. Sie können doch so lustige Entweder-Oder-Fragen stellen. Ja, genau. Können Sie das nicht? Ich? Ja. Hab ich gelesen. Hab ich auch gelesen! Ja, die sind aber nicht jugendfrei. Macht nix! Bin volljährig! Okay. Also fast. Lieber einem Fremden einen Reißnagel ins Auge drücken oder einen Pferdepimmel lutschen. Ja. Das ist keine Frage, das ist ein Satz! Und? Du musst dich entscheiden. Wofür? Für eins von beiden. Was soll ich? Was? Sind Sie besoffen? Ja. Haben Sie das ganze Koks schon genommen? Wo ist es? Also, ich soll was machen? Ich soll einen Reißnagel lutschen oder mir ein Pferdepimmel ins Auge? Was? Was ist denn das hier, finde ich? Was ist denn das hier? Heilchen! Sie, zu. Sie müssen hier nicht bleiben. Ich habe ein Auto hinten da, dem Studio stehen. Ich kann Sie hier rausholen. Wenn Sie... Ich glaube, dieser junge Mann auf der anderen Seite ist gemeingefährlich. Ich werde mich noch mal kurz mit ihm unterhalten. Herr Fitz! Also, nehmen Sie den Pimmel oder den Reißnagel? Das ist eine gute Frage, ne? Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ich kann niemandem Reißnagel ins Auge drücken. Was können Sie? Ja, dann nehmen Sie... Ja. Dann hole ich jetzt mal ein Pferd. Auf Wiedersehen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lecker. So, unser... Wenn die Moderatoren schon also und ja und so sagen. Unser Kollege Thorsten Schorn war da, wo Doctors Diary spielt, am Drehort, und hat ein paar Kollegen von dir getroffen. Herzlich willkommen am Set von Doctors Diary. Das sieht hier wirklich alles aus wie in einem echten Krankenhaus, was vielleicht ganz einfach daran liegt, das war mal eine echte Klinik. Übrigens die, in der es Hildegard Knef das Leben ausgehaucht hat. Und hier sind zwei kommende Schauspielerlegenden, Diane Amft und Steffen Groth. Was glaubt ihr, warum spielt euer Kollege Florian dieses Arschloch von Dr. Meyer so gerne? Ich denke mal, also das Arschloch Dr. Meyer, das bringt so viel Spielpotenzial mit. Und der Florian, er saugt das einfach auf und macht es so lebendig. Und hat seine große Spielfreude auch dran. Ja, macht das so gut, du als Kollege? Ich finde den absolut großartig. Ja. Also, weil das Tolle daran ist halt, dass er ist ja kein Arschloch, sondern er ist wahnsinnig charmant, was man alleine an den ganzen Fans bemerken kann. Ist er wirklich kein Arschloch? Diana, du als Frau, wie geht der mit dir um? Privat.
Privat jetzt, also okay. Privat muss ich sagen, ist Florian ein echter Gentleman. Also wir waren irgendwie, es gab schon mal einen Sommerabend, da waren wir ein bisschen länger unterwegs und es wurde kühl und ich hatte offene Schuhe an und dann war er so gentleman-like, dass er mir tatsächlich seine Socken zur Verfügung gestellt hat. Braune Socken in blauen, offenen Sommerschuhen. Dass sie stylisch ausgesehen haben. Was passiert denn eigentlich in den Drehpausen? Naja, was ich bei Florian relativ faszinierend finde, viele Kollegen leiden ja unter diesen langen Wartepausen. Bei Florian ist es wirklich so, der schafft sich immer irgendwelche Räume, in denen er dann andere kreative Sachen macht. Also er schreibt dann irgendwas oder hört Musik oder ich erinnere mich an zwei lange Waldspaziergänge, dann geht man dann hier draußen durch den Wald und da gibt es dann den Wannsee und Natur, Wildschweine und solche Dinge und die hier wirklich ganz viel rumlaufen. Ich glaube, du hattest auch irgendwann mal einen. Ich habe einfach nur mein Bezug zu Wildstein, also bestelle ich nur im großen Respekt und Angst. Nein, ich habe so schlimm ist es nicht. Ich gehe nur einfach nicht so gerne mit spazieren, wenn die Wildschweine unterwegs sind. Und da ist Florian allerdings auch wieder sehr gentlemanlike und bringt mich auch das ein oder andere Mal tatsächlich im Dunkeln an der Hand zu meinem Trailer, weil ich so viel Angst vor dem habe. Romantisch. Durch Horden grunzender Wildschweine. Ja, ist romantisch, ne? Macht ihr auch was zusammen, alle drei? Es gibt eine tolle Sache, also auch so eine Beschäftigung, die uns alle irgendwie so aus diesem ganzen Drehprozess rausnimmt, dass wir zusammen singen. Das Irre ist, der hüpft wirklich durch die einzelnen Stimmen und gibt dann richtig vor, der General gibt dann vor, wo wer wo einsteigt, wann und wie. Es wird dann auch mal darauf hingewiesen, dass an der Stelle doch eine Synkope ist. Eine Steffen? Was ist das? Eine Synkope. Das ist eine rhythmische Änderung innerhalb des Liedes. Ja. Da weist er dann auch streng darauf hin und gibt uns den Ton vor, indem er dann sagt irgendwie, okay, so jetzt mal hingehört. La, da, 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 da. Und du, la, da, 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 du fängst da und du da. Faszinierend. Ich denke, der General sollte im Studio bei Christine und Götz die Synkope jetzt noch mal selbst erklären und die Nummer zu Ende dirigieren. Das war's von mir. Tschüss. Ja, Synkope ist einfach ein vorgezogener Beat. Ja, also eine Synkope ist die Betonung an einer Stelle, wo eigentlich normal gefühlsmäßig keine vorgesehen ist. Kannst du mal auf dem Klavier, dass man das merkt? Ach ja, also ganz einfach ist, ihr kennt alle diese berühmte Nummer hier. Ja, und eine ganz einfache Form der Synkope wäre. Also es wird etwas betont, was gefühlsmäßig eigentlich nicht unbedingt betont ist. Und dadurch entsteht so ein interessantes Geschiebe und Gewirr und Geflirr. Und die Rhythmen verschieben sich hin und her. Und man denkt sich plötzlich, Donnerwetter, das hat aber Schwung. Ohne Synkope kein Jazz. Das ist richtig. Sehr schön. Ich trinke mal weiter. Ja. Deswegen hießen ja auch alte Jazzband, hießen ja früher auch Syncopators. Die hießen oft Fritz Müller und seine Original-Syncopators. Hast du aber schön erklärt. Ja. Also anders als sonst. Hat er dir schon öfter diese Synkope erklärt? Naja, das macht locker, dieses genau. Das Zeug macht locker. Den Satz habe ich lange nicht mehr gehört, muss ich ehrlich sagen. Du isst schon gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Komm jetzt. Sag mal, dass du solche Sachen machst wie Singen oder dieses Entweder-Oder-Spiel, was Vivaldi da eigentlich, das ist ja, das hat er sich ja nicht ausgedacht, das macht ihr wirklich. Du denkst dir so Entweder-Oder. Warum machst du das? Weil ich mich schnell langweile. Und am Set hast du immer so Wartezeiten dazwischen und tatsächlich lernst du die Leute kennen. Also jetzt nicht unbedingt mit dem Pferdepimmel und dem Reißnagel. Aber es ist ein schönes Beispiel. Aber es gibt auch andere Fragen. Ein sehr schönes Beispiel. Du kannst auch fragen, irgendwie würdest du lieber jetzt sofort tot sein oder also würdest du jetzt ewig leben oder nie gelebt haben? Und du musst dich entscheiden. Ja. Ewig. Ich auch. Nie und nimmer. Natürlich, dann bin ich Material von mehreren RTL-Serien. Es gibt eine schöne Frage von Max Frisch, die heißt, wenn Sie einem Verstorbenen noch mal begegnen würden, würden Sie ihn lieber was fragen oder möchten Sie lieber was hören? Das finde ich sehr schön. Also entweder... Und fragst du mich das jetzt? Ja. Nein, ich habe es nur als Beispiel gesagt. Ich würde lieber was fragen. Ich würde lieber was hören, weil du fragst... Vielleicht nicht was zu hören, was mir nicht gefällt. Nein, aber du fragst das und kriegst nie eine Antwort. Was hilft dir? Nee, der darf da ja was sagen. Der darf eine Antwort dazu sagen. Was macht der ganze... Ich glaube schon, das wäre nicht... Doch, Max Frisch war zu intelligent, um diesen Teil auszuprobieren. Willst du sagen, ich sei nicht intelligent? Wollen wir uns streiten jetzt mit Alkohol? Wir machen jetzt lieber die ultimative... Ist es schon wieder so weit? Ja. Mein Gott, die Zeit vergeht wie im Fluge bei Zimmerfrei. Was hättest du jetzt eigentlich sagen müssen? Die Zeit vergeht wie im Fluge bei Zimmerfrei. Macht ein guter Freund von dir und der lobt dich wirklich, ich nehme mal an, zu Recht in den höchsten Tönen, Simon Verhoeven. Ach.
Das Tolle am Flo ist eigentlich, dass er völlig anders ist, als man ihn sich so vorstellen würde. Der erfolgreiche, gut aussehende Schauspieler, dem die Frauen hinterherlaufen. Florian ist ein sehr bescheidener Typ, der auch fern von dieser Glitzerwelt sich aufhält. Er ist sehr naturverbunden, er geht gerne in die Berge zum Wandern oder zum Skifahren. Er ist sehr häuslich, er kann kochen, er will, dass sich seine Freunde wohlfühlen. Und er ist alles andere als ein oberflächlicher Mensch. Er ist ein sehr nachdenklicher Typ, manchmal sogar zu nachdenklich, macht er sich vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken. Er ist ein sehr tiefgründiger Mensch, man kann mit ihm wirklich großartige Gespräche führen. Und er hat viel Humor über sich selbst, was sowohl wichtig ist für einen Menschen als auch für einen Schauspieler. Deswegen ist er nämlich einer der wenigen Schauspieler, die wirklich grandios in ernsthaften Rollen sein können, aber eben auch toll in Komödien sein können, weil er Humor hat über sich selbst. Aber das Wichtigste über den Flo ist, glaube ich, dass er einfach ein großes Herz hat und man sich als Freund auf ihn hundertprozentig verlassen kann. Und jetzt heißt es, entscheiden Sie hier im Studio, wenn Sie nicht zu Hause unter www.zimmerfrei.de, soll unser heute erst bei uns einziehen. Bitte die Karten hoch, soll Flo es wagen dürfen. Oh. Und da sehen wir. Christine, du warst fantastisch, waren wir auch zufrieden. Weil der Star ist schon mal zweimal so eine Florian David. Ja.